Guten Tag. Ich freue mich total, dass ich heute einen Gast habe, nämlich Andreas. Andreas ist nämlich nicht nur Bitburger Siegelhopfenbauer, er ist auch Biersommelier und was auch für heute wichtig ist, er bringt nämlich noch die Hauptzutat für das Gericht, was sie kochen, für unser Wildschwein-Ragout. Er bringt nämlich das Wildschwein, was er selber geschossen hat. Und da freue ich mich total auf Andreas, dass er gleich da ist. Hallo! Andreas, grüß dich, hi! Grüß dich! Hemdefleisch! Hallo! Super, danke dir! Ja, geil! Das hast du wirklich selber geschossen, das hast du am Telefon gesagt. Ja, genau. Ich habe ja das Privileg, in der schönen Südeifel, wo man Hopfen steht, eben auch auf die Jagd gehen zu dürfen. Und ich bin jemand, der gerne für die Küche jagt, also da wirklich mit Hege und Pflege dran geht. Und das durfte ich jetzt wirklich vor ein paar Wochen vom Hochsitz eben erlegen. Und wir haben es in der Küche verwertet und das Ragout halt heute eben mitgebracht. Großartig. Ich finde das ja schön. Also ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit Wildfleisch, weil das, finde ich, ist immer noch ein Fleisch, was noch irgendwie im einigermaßen natürlichen Tonus geschossen wird. Und es ist halt auch total lecker, ne? Das finde ich sehr gut. Wollen wir jetzt mal ein Bier trinken? Gerne. Okay. Schon mal was vorbereitet? Ja. Ups, sorry. Das geht gar nicht hier. Das muss da ran. Scheiße. Ja. Beim nächsten, ja, beim nächsten passt es. Genau. Herrlich. So, wir müssen anstoßen erstmal, ne? Ich wollte erstmal diese. Ah, sieht gut aus. Sieht super aus, ne? Finde ich auch. So. Prost. Also, auf dich. Prost. Freuen wir auf den Tag. Köstlich. Sag mal, da gleich mal die erste Frage. Das Bier in dieser Stubi-Flasche ist doch genau das gleiche wie in der Premium-Flasche, in der langen, oder? Also es ist jetzt, wenn wir jetzt vom Bitburger Pilz sprechen, natürlich genau, von dem Bitburger Pilz. Genau, immer das gleiche Bier. Aber es ist natürlich eine Flasche, die bei uns regional absolut in ist. Also mit der Flasche ist man bei uns eigentlich groß geworden. Bei uns auf St. Pauli gibt es auch so eine Flasche. Ja, aber die kenne ich, aber das ist das bessere Bier, genau. Nee, es ist einfach eifeltypisch. Also das ist ein bisschen Heimat, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist. Also ich war viel in meiner Ausbildung, ich habe Brauer zuerst gelernt in der Bitburger Brauerei. Und war noch in Süddeutschland danach eben in der Ausbildung im Hopfenbaubetrieb. Und da war es immer wieder schön, dass man den Hopfenbauern in meinem Lehrbetrieb aus Bayern dann gutes Eifler Bier mitgebracht hat, aber dann in der Stubiflasche natürlich. Und aber sag mal, also das ist aber das gleiche Bier wie das in der Premiumflasche. Genau, es ist das gleiche Bier. Oder ist verschieden gebraut? Nein, es ist immer natürlich das gleiche Bier. Der einzige Unterschied kann vielleicht sein, dass vielleicht hier mit mehr Kohlensäure vorgespannt werden muss, weil ich muss ja, um die Qualität ja in der Flasche zu halten, muss ich ja im Gegendruck abfüllen. Das heißt, so eine kleine Flasche ist da viel schwieriger zu befüllen wie jetzt eine größere Flasche. Okay. Aber das ist was geschmacklich überhaupt keinen Unterschied macht. Also es ist immer auf dem höchsten Niveau Bier im Bitburger Pilz. Also ich weiß nicht, mir schmeckt das aus den Flaschen besser. Also das Bitburger jedenfalls. Es ist halt einfach, ich mag die kleinen Flaschen auch lieber. Zig und weg, das oder? Ist so ein bisschen so ein Gefühl, ist wirklich warm. Ein bisschen erinnert es einen auch immer so an Baustelle. Also ich assoziiere das immer so wirklich so mit auf dem Bau. Ne? Eine Küche ist auch irgendwie so ein bisschen auf dem Bau und dann passt irgendwie. Also komm, Prost. Hey, freut mich, heute hier sein zu dürfen. Also bin ich mal gespannt. Ja, ich finde es total geil, dass du da bist. So, bevor wir jetzt anfangen, ich bin das erstmal total neugierig, denn du bist Landwirt, also Hopfenbauer für Bitburger. Hm? Und du produzierst diesen Siegelhopfen. Kannst du mal für die Blöden erzählen, was ist ein Siegelhopfen? Also warum Siegel? Also Hopfen darf in Deutschland nur vermarktet werden, wenn er aus dem amtlichen Anbaugebiet kommt. Und diese Zertifizierung ist für uns ein Qualitätszeichen, ist auch natürlich so ein bisschen eine gläserne Produktion, also Wahrheit und Klarheit, die dahinter steckt. Genau neben hinter diesem Siegel aus unserem Anbaugebiet steckt wiederum eine Schlagkartei. Wie arbeiten wir? Wir bauen integriert, kontrolliert unseren Hopfen an. Mhm. Und das kann man alles eben runterverfolgen, sodass wir eben mit dieser Zertifizierung ein hochwertiges Lebensmittel dann eben an die Brauerei wieder geben können. Okay, cool. Also mir ist mal aufgefallen, dass wenn ich ein Bier trinke, was wirklich viel Hopfen hat, das ist so mein Lieblingsbier. Also mir ist, glaube ich, Hopfen total wichtig, obwohl ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Es gibt da auch ganz viele verschiedene
Sorten, ne? Genau. Also was machen die anders im Bier? Also jedes Bier hat ja seine Berechtigung, um Gottes Willen. Ja, klar. Aber als Hopfenbauer darfst du mich natürlich vielleicht nicht über den Kölsch nachfragen, aber es ist auch ein sehr gutes Bier. Aber ich bin natürlich ein Fan ist, auch von das ist doch das entfärbte Altbier, oder? Da werde ich jetzt nichts zu sagen. Aber wir haben über 160 verschiedene Biertypen, Biersorten, eben, die wir klassifizieren können. Also von eben Altbier, Kölsch, ein Weizen, ein Rauchbier, Pilz, German Style zum Beispiel, ja auch natürlich eine Klassifizierung für sich. Und die definieren sich in der Regel erstmal natürlich über die Rohstoffe. Da darf man auch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Reinheitsgebot und Bieren, die vielleicht nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind. Zum Beispiel Biere in Belgien. Ja, die mit, Kirschbiere und was genau, wir haben. Die können natürlich nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut werden, aber die haben auch seine Daseinsberechtigung. Für mich ist immer wichtig bei solchen Bieren, dass wir ein Natürlichkeitsgesetz haben. Also wenn Biere gebraut werden mit solchen Besonderheiten, dann gehört es auf die Etikette, dann sollen es aber auch keine Aromenstoffe sein, sondern sollen es zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Kirschbier auch Biere sein, die mit wirklich Kirche. Auch mit Kirschen eingebraut sind. Und nicht mit irgendwas. Genau. Ist ja wie bei jedem Lebensmittel auch. Also wir wollen ja gesunde und gute Lebensmittel. Wir wollen wissen, wie sie produziert worden sind. Und beim Bier ist das genauso. Und trotzdem eben diese deutsche Braukultur mit dem Reinheitsgebot ist schon was Besonderes. Ich meine, das ist schon irre, ne, dass du eigentlich mit diesen vier Grundzutaten des deutschen Reinheitsgebotes, Wasser, Gersten, Hopfen, Malz, oder? Ja, wir haben, also genau. Aber im Groben, wie viele verschiedene Facetten man mit diesen Grundzutaten hinkriegt. Ne? Also gut, ich meine, wenn ich jetzt mal auf Lebensmittel das umsetze, ich kann aus vier verschiedenen Lebensmitteln auch eine ganze Menge verschiedene Gerichte kochen, aber spannend. Aber man kann auch viel verkehrt machen. Ja. Das gibt es ja bei manchen Bieren auch. Aber es ist halt schön, also das ist ja auch das Spannende als Brauer. Das war für mich als eine Ausbildung eben das Spannende, auch das erste Mal zu Hause Bier zu brauen. Ich sehe da hier so ein Küchengerät. Auch mit diesem Küchengerät könnte man wunderbar Bier. Also es gibt auch Rezepte dafür. Ja, weil man dir da eine Temperatur einstellen kann wahrscheinlich. Ne? Genau, man kann das da drin gären lassen. Also echt, das gibt Rezepte für Küchenmaschinen? Für ja, das ja, ist ja, ich geil. Kann dir da gerne mal was zukommen lassen. Also Bierbrauen ist ja letztendlich nichts anderes wie ein Herstellen von Zuckerwasser. Also man hat Wasser, man hat Malz, was man dann eben von Mehrfachzucker in Einfachzucker umwandelt, indem man eben verschiedene Temperaturphasen fährt. Und dann kann man natürlich danach eben den Hopfen dazugeben. Das gibt dann ein gewisses Aroma, man kocht das aus und dann kommt die Gärung eben bei 8 bis 20 Grad. Okay, so als Koch interessiert mich ja der Hopfen. Geht der roh dazu? Geht der gehackt dazu? Geht der blanchiert dazu? Oder muss er kurz angebraten werden? Also wie stelle ich mir das vor? Macht man, oder da gehen wirklich nur die, das sind ja die Blüten, oder? Die also Hopfen ist ja immer Weibchen unbefruchtet, also so wie ein Nonnenkloster sein sollte. Und beim Hopfen ist es so, dass wir eben in dieser Hopfenblüte, die nicht befruchtet wird, bildet sich ein Zapfen. Innen drin haben wir Lupulin, das ist die Seele des Bieres nachher. Also sie gibt das wie Aroma. Wie heißt das? Lupulin, genau. Also Lupulin. Humulus lupulus eben als lateinischer Name. Und das gibt eben Aroma und Bittere. Also das kann man nämlich ein bisschen unterscheiden. Also immer bei dem, was du gesagt hast, es kommt immer auf den Zeitpunkt an und wie es verarbeitet worden ist. Also man kann heute als Hobbybrauer, kann ich natürlich den Deckel aufmachen und dann von oben den Naturhopfen reingeben. Heute eben, das ist immer noch Naturhopfen, verarbeitet man den aber als Pellets, weil man eben Niederdruckkochsysteme zum Beispiel hat. Okay. Ich muss den verarbeiten. Also der ist dann quasi zum Pellet gepresst oder ist der fermentiert vorher oder ist der, oder wie stelle ich mir das vor? Oder? Also wenn wir von Hopfen-Pellets sprechen, dann haben wir den Naturhopfen, der wird auf die kleinste Partikelgröße zerhackt, dann wird vielleicht ein bisschen Blätter und Stiele raussortiert und dann wieder zusammengepresst. Also man kann nicht eben wie früher Jean Pütz in der Hobbythek einfach den Deckel aufmachen, sondern man hat eben diese Niederdruck-Kochsysteme. Und da muss man das Ganze in der sogenannten Würze, also in dieser Mischung von Malz, Zucker und Wasser, dann eben reingeben. Das Ganze wird gekocht und dann kommt es auf den Zeitpunkt an. Also ich kann entweder ganz am Anfang meinen Hopfen dazugeben, dann bekomme ich mehr Bittere rein. Oder ich gebe ihn zum Beispiel 5 Minuten vor Kochende und dann habe ich wunderbare Aromen. Also das ist der Zeitpunkt des Hopfens, wann er dem Bier, dem Gebräu zugefügt wird, nicht wann er geerntet wird. Nee, also das ist nochmal ein ganz eigenes Themenfeld. Wir haben ja beim Hopfen eben Aromen,
also klassisch gesehen eben Aromahopfen und Bitterhopfen. Mhm. Und dann haben wir aber noch sogenannte Flavorhopfen, wobei ich kein Freund von diesem Begriff bin, weil ein klassischer, schöner Aromahopfen eben auch tolle Noten hat nach Zitrus, nach Grapefrucht, nach Litschi, vielleicht nach Zwiebel. Also da gibt es unheimlich viel. Und desto länger ich natürlich koche, desto weniger Aromen habe ich drin. Gebe ich meinen Hopfen aber zum Beispiel vorgelagert im Gär- und Lagerkeller. Hm. Also da wird nur noch die ätherischen Öle werden rausgenommen und da bekomme ich eben sehr hopfenblumige Aromen. Okay. IPAs, Pale Ales zum Beispiel, die haben ja so ein richtig schönes Grapefruit- und Zitrusaroma. Hm. Und das bekomme ich eben dadurch, dass ich natürlich viel Hopfen dazugebe und eben zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Und also diese ganzen, also was wäre jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Handvoll frischen Hopfen hätte und den wie Spinat zubereiten würde, also wie frischen Blattspinat. Würde das schmecken? Da würde ich jetzt sagen, mach es nicht mit den Hopfenblüten, sondern das kann man wunderbar machen. Und zwar, wenn der Hopfen im Frühjahr geschnitten worden ist, ist er im ersten Zeitpunkt es ist ja eine mehrjährige Pflanze. So ähnlich wie Wein, aber bei uns ist der Stock, der im Boden drin ist. Hm. Die jungen Wurzeln kommen von oben, kommen von unten nach oben durch einen so angehäufelten Bodenhaufen wie beim Spargel. Das könnte man jetzt innen drin wegnehmen, dann hat man den sogenannten Hopfenspargel. Okay, ja. Den holen wir mal rüber. Hm. Dann lassen wir den Hopfen nochmal 3-4 Wochen wachsen und dann haben wir die oberen Triebe sind grün und die könnte man jetzt zum Beispiel schön plangieren, dann in eine Pfanne rein, ein bisschen Butter erstmal schön anschwelgen, dann vielleicht eine vorgeheizte Backform, Gorgonzola-Käse dazu, richtig schön deftig in den Backofen rein. Also das macht schon Spaß. Also, okay, spannend. Aber das gibt es nicht zu kaufen, oder? Also man kann jetzt nicht irgendwie losgehen und das als Lebensmittel zum Kochen kaufen. Das ist eigentlich so ein ein Geheimhack von dir als Hopfenlandwirt. Genau, das ist das Privileg von mir als Hopfenbauer. Wenn ich dann während der Hopfenernte oder beziehungsweise hier im Frühjahr dann einfach mal Lust drauf habe, mal wirklich mir was zu machen. Also ich glaube, du müsstest mal zu uns auf dem Feld kommen mal zusammen. Und dann essen wir auch eine Rehleber, wenn du eine Reh geschossen hast. Hm? Weil das ist ja auch das, was ich gehört habe, was die Jäger sich auch immer, ne? Dann bist du ja gleich an zwei Stellen irgendwie an der Quelle. Weil ich glaube, es gibt Wildleber kaum. Ich glaube, das ist was sich die Jäger ganz oft selber... Ja, es gibt großes Jägerrecht und kleines Jägerrecht. Also es ist tatsächlich so, dass großes Jägerrecht ist quasi das Wild, was als Wildbrett, was wir heute verarbeiten. Und das kleine Jägerrecht ist quasi für den Schützen. Der darf dann zum Beispiel sich Leber oder auch eine Niere, was ja auch schön zubereitet ist, dann für sich beanspruchen. Das ist so ein bisschen von der Tradition von früher. Okay. Aber das ist für mich auch immer wichtig, wenn wir von Wild reden, dass wir so viel wie möglich verwerten für die Küche, weil damit ist es auch eine gewisse Ehrung dem Wild gegenüber. Ja, absolut. Also jedem Tier, eigentlich jedem Lebensmittel, ne? Also da ist ja das Wort Leben drin und nicht Missachtungsmittel. Also das heißt ja Lebensmittel und nicht Missachtungsmittel. Genau, das macht ja auch dann so Spaß, eben wie auch bei mir im Hopfen, eben mit allem zu arbeiten, was man vielleicht vorfindet, was eben ist. Also für mich gibt es zum Beispiel nichts Schöneres wie im Frühjahr, zum Beispiel an Boden mal zu riechen, was eigentlich total einfach ist. Ja, genau. Oder auch so ganz frischer Porree, der hat auch einen totalen geilen Geruch. Mhm. Also sind es bei so vielen Sachen so. Genau. Cool. Wollen wir mal anfangen, unser Fleisch anzusetzen, damit wir... Ich trinke noch einen Schluck. Ich auch. Sowohl. Nehmen wir schon mal den Herd hier an, die Pfanne heiß ist. Was jetzt nämlich passieren muss, ist, dass dein herrliches Fleisch... Das ist ja hervorragend gewürfelt. Machst du das selber oder hast du da einen Metzger oder irgendjemand, der dir... Nee, da habe ich einen guten Freund, der ist Metzgermeister und der ist spezialisiert auf Wildzerlegung. Für mich einfach wichtig, eben weil er einfach auch viel draus machen kann. Er kann mal für die Kinder Gehacktes machen. Hm. Er kann auch mal eben die Sachen schön für im Sommer als Steaks zubereiten. So, dass du es quasi dann nur noch verarbeiten musst. Küchenfertig, ne? Dass du nicht anfängst, also Tier aus der Decke zu schlagen. Eben, man kommt heim und das ist das heute das Schöne, dass man nicht mehr wie früher halt in der Höhle groß das Feuer schüren muss, sondern Gasgrill an oder Ofen an und dann einfach damit arbeiten. Für das Ragout
Ich würde dieses Ragout, also man hat ja auch immer so, dass die Assoziation, dass Wildgerichte, Wildschwein, Reh, Hirsch, dass das immer ins Weihnachtsgeschäft gehört irgendwie. Dass das mit ganz viel Wacholder und am besten noch Spekulatiusbröseln oder irgendwie sowas zubereitet werden muss, mit Lebkuchen die Soße. Und das ist, finde ich eigentlich, wird dem gar nicht gerecht. Das kann noch viel mehr, das Wild. Das kann ganz normal verwendet werden. Wie ein anderes Fleisch auch. Also das hat halt schon einen eigenen Geschmack, aber das ist jetzt nicht so, dass man das nur noch zu Weihnachten essen möchte. Und deswegen mache ich da ein ganz normales Senfragout raus, also mit einem groben Senf, da kommen Zwiebeln rein, Sellerie, ganz zum Schluss machen wir noch Möhren rein, dazu gibt es ein kleines Kohlrabi-Gemüse und ein Kartoffelpüree mit gebröselten Pumpernickel drin. Lecker. Das passt irgendwie, finde ich, insgesamt ganz gut zusammen. Und es wird ein sehr, sehr herrlich deftiges Essen. Aber dafür muss es auch deftig, herrlich angebraten werden. Magst du das machen? Gerne. Ja? Gerne. Aber tu mir einen Gefallen, tu nicht alles gleich rein in den heißen Topf. Ja. Denn dann kühlt es ab. Also wir haben jetzt auch die Zeit dafür. Wir können hier eine Schüssel haben, wo das dann wieder reinkommt. Hier habe ich so eine lustige Pinzette. Dann kann man die Dinger nämlich auch einfach umdrehen. Zu der irgendwie heiß. Also hier möchtest du dann nachher die Das Fertige drin. Ah, genau. Alles klar. Und da drin wird nachher das fertige Fleisch gewürzt und mit dem Senf mariniert. Und dann können wir in diesem Topf die Zwiebeln ansetzen. Dann haben wir gleich den Bodensatz, da hat ja auch Geschmack, ne? Und diese Röstaromen von dem Wild, die haben wir dann gleich mit im Topf drin, weil wir denselben Topf nehmen. Wie ist das beim Schweinefleisch denn, wenn ich, muss das immer durch sein? Oder? Nee, das muss jetzt nicht durch sein, weil das wird ja dann auch noch geschmort. Also das jetzt geht es nur darum, dass es wirklich ganz scharf angebraten wird. Mhm. Ja, perfekt. Ja, leider haben wir keinen Geruchsfernsehen, gell? Also das wäre jetzt. Ja, das ist nur Fleisch und Öl, mehr ist es nicht. Ne? Aber es ist halt herrlich angebraten, das gibt nachher wirklich auch den schönen derben Geschmack. Aber ich muss gerade lachen, das ist also auch diese Apotheker-Bewegung, wie die hier. Und wenn das jetzt schön braun ist von allen Seiten, dann können wir das damit rausnehmen und da rein tun. Ja, alles klar. Öl lassen wir dann drin und können die nächste Rutsche reinmachen. So, das kann man schon rausholen, oder? So. Großartig. Und dann wieder drauf? So. Und jetzt, genau, die nächste Rutsche rein. Und wieder so ne, dass man wirklich schön Platz hat. Also das Ding ist halt, wenn du ganz viel Fleisch auf einmal reinmachst, dann hast du, dass der Topf schnell abfüllt und es dann nicht so schön anbraten kann. Ah, okay. Und was zumindest jetzt bei konventionellem Fleisch passiert, bei deinem bestimmt nicht, ist, dass es, wenn zum Beispiel auch eingefroren war oder ein nicht sonderlich qualitativ hochwertiges Fleisch ist, das sagst du dann aus. Mhm. Sondern kocht es auf einmal da drin und dann kriegst du gar keine Bratfarbe mehr. Ne? Ich habe schon so viel vorbereitet, das kann ich hier dich einfach arbeiten lassen und kann mir das angucken. Ja, du kannst ein Bier trinken, gell? Ja, genau. Ja, gibt ja da jetzt auch mal, das geht auch beides, ne? Okay. Also meine Frau wird mir jetzt schimpfen, dass ich hier außenrum ein bisschen so viel. Ja, aber wo gekocht wird, gibt es doch mal Fettspritzer. Also das kann man doch alles wegwischen am Ende. Und von wegen, wir sind nicht multitaskingfähig. Ich kann labern und trinken und du kannst Fleisch wenden und trinken. So. Aber wirklich ein herrliches Geruch. Ja, ne? Finde ich auch. Aber wie ist es mit dem Würzen jetzt generell? Weil beim Grillen ist auch bei mir die Frage, machen wir es vorher oder nachher? Also gehen wir mal von einem Stück Fleisch aus, was du kurz brätst, ne? Also was du nicht schmort. Ich würze es immer vorher. Eigentlich heißt es ja, dass das Salz hygroskopisch wirkt und dem Produkt das die Feuchtigkeit entzieht. Das stimmt auch. Aber das ist, wenn man sich das mal anguckt, selbst wenn man das eine halbe Stunde vorher würzt, das sind so ein paar kleine Feuchtigkeitströpfchen, die da drauf sind. Dafür hast du aber den Vorteil, dass das Fleisch gleich nach vielleicht salzig schmeckt. Also es ist gleich abgeschmeckt. Ne? Ja. Und das geht besser, als wenn es danach gesalzen wird. Mhm. Aber frag 5 Köche, kriegst du 10 Meinungen. Mhm. Also das macht jeder anders. Ich mach's so und bei den Geschmorten, das wird ja eine Weile schmoren. Das heißt, da ist es fast egal. Also wenn du es vorher machst, dann hast du auch wieder das, dass es vielleicht schneller kochen kann, wenn du scharf anbraten willst. Ne? Gerade weil es ja sehr viel Oberfläche hat beim Gulasch. Und wir werden es jetzt gleich, wenn das alles angebraten ist, dann werden wir es würzen mit Salz, mit einem ganz bisschen gemahlenem Kümmel und
mit Pfeffer und halt mit grobem Senf. Diesem Rotteteur-Senf, wie man das schön sagt. Und ja, dann ist das da schon mal mariniert. Und dann können wir da drin die Zwiebeln anschwitzen und den Sellerie und geben nachher das Fleisch dazu, hauen ein Bier auf und dann haben wir Ruhe. Dann geht das irgendwie, du kannst es auf dem Herd dann weitergaren. Wir werden es einfach im Ofen stellen, dann haben wir hier Platz. Und können uns an den Kohlrabi machen in der Zeit. Ja, lecker. Ein bisschen dauert das schon. Wir haben uns genug zu unterhalten. Also von aber die Art des Salzgebens, also so ist jetzt nicht ungefähr. Nee, oder? Das ist, nee. Also, nein, das, ja. Ja, das manche Leute finden sich ja toll dabei. Ja, herrlich. Herrlich. So, du kennst ja auch die alte Mär von wegen Fleisch anbraten, damit sich die Poren schließen. Damit das Fleisch nicht aussaften kann. Ne? Also das sagt man so. Das hat man zumindest ganz lange so. Und guck mal, wir haben es jetzt angebraten und trotzdem tritt Saft aus, was ja sehr schön ist. Es geht dann ja in die Soße rein. Fleisch hat keine Poren, Fleisch hat Fasern. Das ist, okay, ist auch eine alte Mär. Also da habe ich jetzt schon wieder was dazugelernt. Also das ist jetzt für mich jetzt tatsächlich so die wenn ich mir ein Steak anbraten würde, jetzt wahrscheinlich jetzt das Vorgehen gewesen, eben um ja, zu ja, sagen. Also eigentlich macht man das Anbraten der Röstaromen wegen. Ne? Also das quasi die Stärke darum, die karamellisiert und das gibt halt die Röstaromen und das gibt den Geschmack. Und du könntest jetzt beim Steak, wenn wir jetzt mal kurz diesen kleinen Ausflug machen können, du könntest dieses Steak ja zum Beispiel auch vorher auf deine 58 Grad erwärmen, dass es rosa ist und könntest danach anbraten. Das würde ja auch gehen. Ah, okay. Also das machen viele mittlerweile auch, das nennen sie dann rückwärts braten. Mhm. So. Aber, können wir weitermachen. Oder? Also rückwärts trinken geht aber nicht. Das nee, aber vorwärts. Herrlich. Nascht man nicht als Koch zu viel zwischendrin? Also, das Ding ist, wenn ich jobmäßig arbeite, wo es richtig schnell gehen muss, da tatsächlich nicht. Also da musst du am Arbeiten. Also klar, dann soll mal was rein. Aber wenn ich so privat zu Hause koche, dann koche ich das halt, damit ich selber esse. Also dann esse ich schon beim Kochen. Also ich erwische mich ja auch, was heißt erwischen, ich weiß das ja. Also wenn ich am Grillen bin, habe ich immer so dieses Vorwegstehen. Also ja, was genau. Während im Grillen. Man muss es ja ausprobieren. Ja, man muss es eben. Brennt also, die Kohle richtig, wird das Fleisch gut. Und dann fragt meine Frau immer, hast du keinen Hunger während dem Essen? Also, ich mache beim Grillen, finde ich, also was ich auch total gerne mache, ist mir so einen Jukka-Teig, weißt du, so ein einfach nur ein Mehl-Wasser-Öl-Teig mit Salz. Manchmal mache ich noch Kumin rein und das rolle ich dann ganz, ganz dünn aus und lege mir das auf den Grill zweimal. Das geht dann so aus wie so ein Fladenbrot. Ah. Total geil. Und das kannst du dann, also da dann auch noch mit dem Gemüse wird auch mal mitgegrillt irgendwie und das dann zusammen, das wird ein Tzatziki, mal der Knaller. Ja, praktisch, Mensch. Ja, wenn ich dann irgendwann wieder mal eine Tournee habe, auf der ich koche, einen Koch brauche, ich glaube, dann hole ich die an. Gerne, ich bin immer für solche Sachen dabei. Nein, ich finde, also tatsächlich, ich finde, so Hopfen, das ist auch, also so ein Bier mit viel Hopfen, ne? Das beruhigt auch. Also ich, das ist doch, oder? Ist das so? Ja, also, oder stelle ich mir das ein? Nee, es ist tatsächlich so. Also Hopfen hat ja durch diese ätherischen Öle einfach die Fähigkeit, so ein bisschen Körper und Geist runterzunehmen. Also ein bisschen, man entschleunigt. Ja, so ein bisschen Wohlfühlgefühl einzustellen, genau. Glücklich zu machen. Irgendwie. Also so habe ich nur das Gefühl. Ja. Das ist also es ist, also es liegt wirklich daran, dass man, das merken wir ja auch, gerade während der Hopfenernte, dass man so ein bisschen eben stressfreier wird. Hopfen. Das ist gar nicht der Alkohol, warum ich Bier mag, es ist der Hopfen. Nee, es ist der Hopfen. Also manchmal stört der Alkohol tatsächlich sogar, wenn du gerne viel Bier trinkst und dann, oh nee. Ja, dafür bin ich ein Fan auch von den alkoholfreien Bieren. Ja, ist so, ne? Also für mich ist das eine eigene Gattung. Also wenn ich jetzt in der Saison am Arbeiten bin, wir haben große Maschinen, wir haben eine Verantwortung.
es gibt da nichts Besseres wie ein alkoholfreies Bier. Stimmt. Ja, isotonisches Getränk, ne, wo ja. du die Flüssigkeit dann wirklich gut verarbeiten kannst oder ja. verwerten kannst. Ja. Also du kannst ja mit Bier, also mit alkoholfreien Bieren, mehr Flüssigkeit zu dir nehmen, wie jetzt mit Wasser. Irre, ne? Weil es isotonisch ist. Ne? Genau, deshalb ja. ist ja zum Beispiel auch viele Was heißt isotonisch genau? Also was passiert da im Körper? Weißt du das? Also ist ja, die isotonischen Getränke haben ja die Fähigkeit, eben viel schneller eben diesen Ionenaustausch also mhm. auszugleichen, sodass man eben viel schneller zum Beispiel Mineralien, die Vitamine auf sich nehmen kann. Mhm. Also mal grob gesagt. Und das ist eben das, zum Beispiel beim Langstreckenlauf, mhm. dass viele eben auch gerne ja, vorher oder nachher schon eben ein alkoholfreies Bier trinken, ja, genau. um einfach nicht zu dehydrieren, dass man eben genügend Flüssigkeit hat. Ja, cool, ne? Aber als Koch hast du da, wie sind da die Arbeitszeiten? Also steht man früh auf? Also bei mir im Job ja, ist es also es kommt halt drauf an. Also wenn du jetzt Koch in einem Restaurant bist, dann, ja, also je nachdem, was du für ein Restaurant hast. Wenn du Spätdienst hast, fängst du um 15 Uhr an oder so. Ne? Aber viele haben Teildienst, die dann irgendwann um 10 anfangen und mittendrin frei haben und dann abends nochmal ran müssen. Um beide Geschäfte mitzunehmen, das ist echt blöd. Also das ist wirklich, Teildienst ist der Horror. Und ich bin ja nur eigentlich bin ich mehr Unternehmer mit meiner kleinen Firma. Mhm. Und habe ja dann so zwei Tourneen meistens gleichzeitig laufen für zwei verschiedene Bands, für die wir kochen. Dann springe ich immer hin und her. Also früher stand die natürlich selber am Herd, aber mittlerweile bin ich ja auch schon ein halbes Jahrhundert alt, ein bisschen älter, keine 20 mehr. Und somit kann ich mir das so ein bisschen einteilen. Aber wenn du auf Tour bist, da geht es halt früh los. Mhm. Da hast du eigentlich auch so quasi diesen Teildienst, wenn du so willst. Irgendwie da geht es halt. Gibt es denn, wenn du jetzt sagst, Tournee, gibt es da so Besonderheiten von Bands, wo du sagst, ja, bestimmte. Naja, es gibt ja auch welche, die eine Glutenunverträglichkeit haben, die freuen sich über ein glutenfreies Bier oder so. Mhm. Nein, also es gibt tatsächlich Vorgaben, die aber eigentlich auch daraus resultieren. Ich meine, natürlich, entweder hast du irgendwelche Allergien oder aber sie haben ihre Erfahrung, was ihnen gut tut vor der Show oder was ihnen nicht gut tut vor der Show, was sie gerne nach der Show essen würden. Und darauf richten wir uns ein, aber auch nicht nur auf die Musiker, sondern auch auf die Crew. Das heißt, du hast ja verschiedene Gewerke, die auch andere Arbeitszeiten haben. Und das probieren wir im Catering alles so zu bauen, dass jeder immer alles haben kann, wann er es braucht. Und es gibt natürlich schon Essenszeiten, aber wenn der Merchandiser nicht zur Essenszeit kommen kann, also es gab auch schon Situationen, wo wir ihn mit dem Teller in die Halle an den Stand gebracht haben. Mhm. Ne? Und er sich gefreut hat, dass er dann da während der Show essen konnte. So. Oder die Band kriegt nach der Show was zu essen. So. Also die Trucker, die dann irgendwie tagsüber schlafen müssen, die kriegen da das Frühstück morgens, was mhm. mit Eierparty und gebackenen Bohnen. So, und da stellt man sich dann halt genauso auf die Bedürfnisse ein, ne? Den Bedarf. Nochmal für die letzten Dinger noch 3 Tropfen Öl rein. Ne? Oh, ich glaube ja. Das liegt jetzt ja alles hier außen rum. Bist du auch ein Ausbildungsbetrieb? Nee, wir hatten mal ganz früh mal irgendwie Auszubildenden, als wir noch Catering, ein bisschen mehr anderes Catering gemacht haben. Aber ich arbeite eigentlich fast nur mit Freelancern, also mit freien Köchen, dadurch, dass wir irgendwie auf bestimmte Tourneen reagieren müssen. Dann hast du mal wieder 3 Monate gar nichts und dann hast du wieder 2 Touren gleichzeitig. Und das funktioniert mit Festangestellten. Das heißt, eigentlich bieten wir sozusagen mit dem Catering die Infrastruktur an und die Leute, ne, die müssen dann die Tour schmeißen und müssen das auch organisieren. Also ich rede ihnen da auch gar nicht rein, was sie da kochen. Das müssen die alles selber sehen, ob das was übrig bleibt und so. Die haben halt quasi nur die Vorgabe, quasi die Philosophie, die sollen sie umsetzen von der Firma. Und das funktioniert ganz gut. Also sehr gut sogar. Geile Leute. Ohne geile Leute würde mein Job nicht funktionieren. Ach, super. Ich meine, Bitburger produziert ja richtig viel Bier, ne? Mhm. Ist das alles heimischer Hopfen?
Nein, also wir geben einen großen Teil dazu im zweistelligen Bereich, also unteren zweistelligen Bereich. Mhm. Aber die Bitburger Brauerei kauft natürlich auch noch bei anderen Hopfenbauern ein. Okay. Und das ist eben auch eine Besonderheit, würde ich mal sagen. Die Brauerei kauft eben immer noch Naturhopfen ein. Also kauft nicht irgendwo auf dem Papier Inhaltsstoff ein, sondern kauft wirklich Naturhopfen, fährt runter immer so zweite Woche, dritte Woche im Oktober mit ihren Leuten aus der Brauerei. Die machen das schon seit, manche seit 9 Jahren, manche seit 15 Jahren. Fährt dann zu den Landwirten, fährt zu den Handelshäusern, die eben die Landwirte unter Vertrag haben und schauen sich dann vor Ort den Hopfen an. Dann wird erst im zweiten Schritt geschaut, wie viel Inhaltsstoff ist drin. Und wenn man sowas kann und sowas macht und so ein bisschen auch dadurch Beziehungen zum Landwirt aufbaut, kann man da aber seinen Qualitätsstandard gewahrt. Genau. Also man ist da nicht anonym, man kauft nicht irgendwo, wenn ich jetzt ein Ei holen würde, zum Beispiel Eiweiß ein, sondern beim Hopfen wäre es Lupulin, sondern man kauft den Rohstoff ein und erst danach entscheidet man und sieht man erst, wie viel man genau braucht. Und das ist eine Besonderheit. Okay, alles klar. Cool. So, dann fangen wir erstmal weiter an. Was wir jetzt nämlich in diesem Topf machen, ist, dass wir da diese Zwiebeln drin anschwitzen. Meine Herd wieder anmachen. So, jetzt können wir das nämlich hier mal verrühren. Und jetzt haben wir noch den Knoblauch hier. Das sind so, also das waren 400 Gramm Zwiebeln auf ein Kilo Fleisch. So ein Kilo, was du mitgebracht hast, ne? Genau. Ja. Dann sind das 400 Gramm Zwiebeln und ungefähr 25, 30 Gramm Knoblauch. Ist der Knoblauch drin? Du hast jetzt die Zwiebeln gehackt und den Knoblauch. Nein, nicht gehackt, geschnitten. Also gewürfelt. Ah, okay. Also man sagt, dass wenn man Zwiebeln hackt, dass sie dann bitter werden. Ich habe es zwar nie gesehen, ob das wirklich stimmt, sagt man, aber das macht man nicht. Das ist so ein No-Go unter Köchen, dass man Zwiebeln hackt und schneidet die. Schon wieder was gelernt. Ja, ich hätte es wahrscheinlich jetzt in Scheiben geschnitten. Ja, hätte man auch machen können. Also das ist ja, wie man es macht. Also, ich habe es halt jetzt gewürfelt. Also wie ich schneide, wäre es weißt du, nicht so das schön Ding geworden. Ist, ich schneide halt auch total gerne. Deswegen habe ich immer ganz viel gewürfelten Kram. Mhm. Und wenn du dann nicht richtig schöne Messer hast, die richtig scharf sind, und, dann macht das, ist das auch eine wahre Freude, weißt du, damit zu arbeiten. So, und jetzt geben wir noch die Selleriewürfel. Das sind 400 Gramm Zwiebeln, 25 Gramm Knoblauch und 200 Gramm Selleriewürfel. Also Sellerie ist ein typisches Wintergemüse, oder? Ja, aber ein typisch leckeres Gemüse, finde ich. Mhm. Also ich mag das tatsächlich, also ich mag die auch so essen gerne. Ich liebe total Sellerie. Und vor allem gibt er auch, ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Glutamat drin, also von Hause aus. Und es gibt halt auch nochmal, hebt nochmal den Geschmack hervor. Mhm. Also wir haben es bei den Kindern zum Beispiel gemerkt, dass die Kinder eher über Rohkost ans Gemüse rangekommen sind, bevor sie es eben gerne jetzt gebraten und gekocht gegessen haben. Also wir haben es also wirklich oft bei uns auch als Rohkost. Ja, genau. Oder auch Staudensellerie machen wir total gerne. Ne? Ja. Oder was ja auch, das weiß ja das auch ganz viele Leute nicht, dass die klassische Zutat von einer Bolognese-Sauce ist Möhre und Sellerie. Das sind die beiden klassischen Gemüse, die da eigentlich reingehören. So, das gibt dann schon mal wirklich so einen Grundgeschmack von der Bolognese. So. Aber jetzt müssen wir uns um das Fleisch kümmern. Hier muss natürlich ein bisschen Salz brauchen wir, ein bisschen mehr Salz. Und magst du vielleicht mal pfeffern? Oh, sehr gerne. Da muss großer Pfeffer rein, das ist wichtig. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Pfeffer rein. Das ist ein bisschen gemein von mir. Ich hätte auch eine kleinere da. So schwer, ich finde, das sieht super aus. Vielen Dank. Nichts anderes hätte ich jetzt hier erwartet. Aber man muss ja aufpassen, also wird hier ganz gefährlich. Ja, genau. Das ist so. Reicht so? Eine Pankermühle. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Hast du sogar noch dran. Hast du auch nicht dran. Jetzt perfekt. Super. Und zurück damit. Und ich finde, so ein kleines bisschen Kümmel kann noch ran. So, das ist so, ich habe hier so eine Mühle, so ein bisschen Kümmel reinmalen. Das schmeckt dann auch nicht vor nach Kümmel. Und du hast auch diese Kümmelstücke nicht drin, die finde ich mögen. Aber ist immer so für die Verdauung ganz gut. Und ich mag das auch zur Zwiebel ganz gerne. Also in der Verbindung mit Zwiebeln ganz gut? Oder, also wegen der Verdauung? Ja, genau. Also, ja, oder auch mit Kohl oder mit Zwiebel. Oder mit so, das ist halt für die Verdauung. Oh, muss wirklich nicht viel ran. So, zweimal so, zack, das reicht schon. Nur, dass es so ein bisschen... Komm, einer darf noch. So.
Meinst du, es geht in heutiger Zeit auch so ein bisschen Gefühl für Aromen verloren? Also dass, sagen wir, durch Fast Food die Leute einfach... Ja, vielleicht. Also ich, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht so. Aber in dem Moment, in dem Leute gerne zugucken, was man hier kocht, dann haben sie ja vielleicht trotzdem eine gewisse Sehnsucht danach, wieder irgendwie ein bisschen was da, oder auch brauchen eine Idee, wie man, was man mal machen kann, was man verwenden kann. Ne? Und das ist eigentlich was, was jeder im Schrank hat. Ne? Also man kann sogar ein Kümmel-Eis machen. Ja. War total lecker. Also wirklich so ein Parfait. So ein, wo geht das an jetzt hier? Das ist aber ausgegangen, der Herd. Verdammte Axt. Was ich aber noch rein muss, ist so Senf. So, sagen wir mal so 1, 2, 3 Esslöffel. Und das müssen wir erstmal verrühren oder verkneten. Magst du das mal voll so miteinander vermengen? Jetzt hast du einen ganz groben Senf hier benutzt, gell? Ich habe einen groben Senf, ja. Also, ich hätte jetzt auch einen schwachen nehmen können. Der bleibt halt so ein bisschen schärfer, weil die Senfkörner zum Teil noch erhalten sind. Ne? Und wenn er ganz gemahlen ist und dann erwärmt wird, dann verflüchtigt sich die Schärfe eher so ein bisschen. So, das ist eigentlich der Grund, warum, deswegen wird er auch so Rôtisseur-Senf genannt. Also der Fleischkoch benutzt den Senf, weil der beim Anbraten doch eher noch die Schärfe erhält als ein feiner Senf. So, jetzt kann eigentlich das Fleisch hier zugegeben werden. Magst du es? Gerne. Genau. So, jetzt müssen wir das Ganze noch hopfen. Es ist noch unterhopft, genau. Es ist noch unterhopft. Total unterhopft. Großartig. Dann würde ich sagen, Bier auf. Da hängt er. So, jetzt kommt das Bier rein. Und den Rest rein. Ja. Hervorragend. So, und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch garen. Wir machen vielleicht vorher noch ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian. Und ein Stückchen Schnur. Und wenn ich das jetzt so reinwerfen würde, dann haben wir nachher die ganzen Blätter und Stiele irgendwie im Essen. Und auf diese Weise können wir die Aromen reinmachen, können nachher aber einfach dieses Bündel wieder rausnehmen, weißt du? Ah, okay. So, das kann rein. Jetzt lassen wir das noch einmal aufkochen und dann machen wir einen Deckel drauf, schieben das in den Ofen. Wir könnten es jetzt eigentlich auch auf kleiner Flamme auf dem Herd kochen lassen, das ist ja gar kein Ding. Ne? Aber dann haben wir den Herd frei und können uns hier in aller Ruhe um den Kohlrabi kümmern und wir können einmal sauber machen, damit deine Frau sich nicht beschwert, wenn sie das sieht. Aber wie viel Grad wird es dann in den Backofen reingeschoben? Das soll ja auch nur so, also ich würde es jetzt so bei 160, 180 Grad oder so, da kommt ja noch ein Deckel drauf. Das soll jetzt so ein bisschen, das soll insgesamt brodeln. Das muss halt ein bisschen heißer sein als 100 Grad, dann wird es nicht anfangen zu kochen. Mhm. Also aber 160 müssten eigentlich reichen. So. Deckel zu und ab in den Ofen. So. So, das Ganze braucht jetzt ungefähr eine Stunde oder anderthalb und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wunderbar. Prima. Schöner Zeitvertreib. Genau, willst du auch machen? Machst du mir auf, genau. Willst du auch mal werfen? Ich probiere es mal gleich. Also das ist, als Jäger müsste ich jetzt gut zielen können. Da hast du noch einen. Aber später noch. Einen hast du noch. Das ist nicht mehr magnetisch. Wir machen es anders. Wir tricksen. Okay. Wir sind im Fernsehen. Zum Wohl. So, zum Wohl. So, jetzt hatten wir gesagt, damit keiner schimpft, machen wir mal den Herd sauber. Ne? Hast du da auch einen Tipp für? Wie macht man am besten Fett weg? Eigentlich. Also das Beste ist immer Wasser und irgendwie ein Spülmittel oder sowas. Man muss jetzt gar nicht die schlimmen Mittel irgendwie rausholen. Nee. Und dadurch, dass wir jetzt noch weiter kochen, wenn jetzt erstmal hier die groben Fettspritzer weg sind, reicht mir das auch. Den Rest kannst du ja nachher abwaschen. Weißt du? Ja, also als Brauer ist man ja wirklich auch Thema Reinigkeit. Also man ist ja wirklich auch
da wirklich immer bedacht, alles sauber zu machen. Ja, gerade beim Bierbrauen, also ähnlich in der Küche, es muss alles sauber sein. Weil ja, aber geh mal in ein Restaurant, wenn da gerade geschickt wird. Das sieht halt aus dann auch wie Chaos, weil du halt irgendwie am Rauspiel bist, aber es ist trotzdem sauber. Also ja, es ist halt genau. Nur, weißt du, so, das ist ja auf alle Fälle gewährleistet. Jetzt, guck mal, was ich hier habe. Ich habe den Kohlrabi in so kleine lustige Dreiecke geschnitten. Und ich habe ihn schon mal ein bisschen eingezuckert und eingesalzen. Und da haben wir dass die Flüssigkeit aus dem Kohlrabi rausgezogen wurde, indem wir den Kohlrabi gleich garen können. Ja. Ein bisschen Butter noch. Dann habe ich hier diese Kohlrabi-Blätter. Das waren so diese kleineren, jüngeren Kohlrabi-Blätter, die noch an dem Kohlrabi dran waren. Mhm. Die schneiden wir ganz klein und schwenken die einfach nachher unter. Mhm. Dann haben wir ein kleines Kohlrabi-Gemüse dazu. Ich habe hier auch nochmal das Gleiche gemacht mit den Möhren. Da habe ich auch, also was du damit halt erreichst ist, du kannst ja mal so ein Stück essen. Du kennst ja Kohlrabi, wenn er nicht eingelegt ist, der ist schon ein bisschen weicher geworden. Ne? Das ist die Struktur. Schön weich geworden. Sich, schon, also im Prinzip brauchst du noch eine relativ kurze Garzeit dafür. Mhm. Hierbei genauso. Trotzdem hast du noch einen frischen Knack dabei. Das würde ich einfach ganz zum Schluss in das Ragout reinmachen. Wir haben da auch gar nichts Süßes dran, also kein Honig, kein Zucker, kein Preiselbeeren, kein gar nichts. Und die sind natürlich mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz gewürzt und die Möhren sind ja von Hause aus schon ein bisschen süßlich. Mhm. Das heißt, wenn wir das jetzt noch mit in das Ragout nachher reintun, dann haben wir auch quasi einen kleinen Gegenpart sozusagen zum Bier, so, dass es wieder schön rund wird. Und ja. Ja, den, aber. Wenn wir jetzt diesen Kohlrabi jetzt schon aufsetzen würden, wäre es ein bisschen früh. Eine Stunde haben wir ja noch. Ja. So, die Zeit sollten wir nutzen. So. So, zum Wohl. So, jetzt müssen wir aber langsam mal weitermachen, bevor das Gulasch vor uns fertig ist. Das ist doof. So, pass auf, ich habe hier einen Mixer und ich habe hier Pumpernickel. Ne? Dieses westfälische Brot. Mag ich total gerne. Ja, ist lecker. Und das kann, oder? Mhm. Und das, also man kann ja echt auch ganz gut mit kochen. So einfach, um mal eine Variante von einer Sättigungsbeilage zu machen, Kartoffelpüree, da so ein paar Dinger ins Püree gerührt. Das haben wir, habe ich ja vorbereitet, das haben wir schon mal warm gerührt. Ne? Denn das kommt da einfach rein, nachher die Brösel, und dann wird es angerichtet. Und das hat dann mal so einen anderen Charakter, sieht ein bisschen anders aus und ist echt lecker. Also Püree, hast du die mit Milch angerührt, oder? Ich nehme immer Milch und Sahne. Milch und Sahne. Aber das Wichtigste, kennst du die drei wichtigsten? Ich glaube, ich habe es schon, ich kann mich schon selber gar nicht mehr hören dabei. Aber weißt du, was die drei wichtigsten Hauptzutaten sind von Kartoffelpüree? Nee. Butter, Butter, Butter. Oh, das wird meiner Mutter jetzt gefallen. Nee, also so, Butter ist im Püree total wichtig. Und Butter ist sowieso wichtig. Weißt du, was Paul Bocuse mal gesagt hat? Das habe ich auch schon ganz, ganz oft erzählt. Egal, ihr müsst es ertragen, was Paul Bocuse gesagt hat, als er mal gefragt wurde, wie man Butter ersetzen könne. Durch noch mehr Butter. Dafür liebe ich den. So. Woher kommt jetzt der Name bei dem? Also mir würden jetzt Schwarzbrot dazu sagen. Jetzt im Pumpernickel. Pumpernickel, vielleicht ist das irgendein Typ, der Niklas heißt und in einem Fitnessstudio irgendwie gepumpt hat. Ich weiß es tatsächlich nicht. Das wäre mal ganz interessant. Vielleicht kann es ja irgendeiner mal rausfinden und in die Kommentare schreiben oder so. Mich würde es interessieren. Ja. Und müsste schon reichen. So, gucken wir mal. Guck mal hier. Einfach Brösel. Also, ich habe, wenn man die jetzt anbraten würde, dann würden die ziemlich fest werden, weil da auch ziemlich viel Kohlenhydrate, Zucker drin ist. Und das würde dann zu sehr karamellisieren. Das muss man gar nicht machen. Also, man muss da gar nicht so rösten. Damit, finde ich, macht man es eigentlich eher kaputt. So, sie werden jetzt einfach nur reingemischt. Die werden einfach nur reingemischt. Ein paar lassen wir übrig, dass wir noch eine Streu- und Wurfgarnitur haben, sozusagen, auf dem Teller, weißt du? So. Das steht bereit. Jetzt haben wir hier das Püree. Und hier machen wir den Herd an, machen wir jetzt den Kohlrabi. Butter, eine gute Butter. Brauchen wir jetzt hier auch. Also aber es auch lieber mit klassischer Butter, also nicht mit irgendwie anderen Produkten. Es gibt ja diese streichfeinen Rahmen. Nee.
Nein, was es noch gibt, es gibt ein Butterschmalz. Mhm. Und das kann man durchaus nehmen. Also das ist zum Beispiel super, wenn du so Schnitzel machst, ne, in tieferer Butter. Das ist halt nichts anderes als geklärte Butter. Das heißt, eine Butter ist ja eine Emulsion aus der Molke und dem Fett. Also eine Verbindung aus dem Fett und dem Wasser sozusagen. Und wenn du das dann, deswegen kannst du ja auch nicht scharf anbraten in Butter, weil das verbrennen würde, weil da Wasser drin ist. Und in der Molke Partikelchen drin sind, die sofort brennen würden. Aber wenn du die vorher flüssig werden lässt und nur das Fett nimmst und nicht die Molke, dann kannst du die auch höher erhitzen. Und deswegen kannst du darin dann auch braten oder frittieren und hast diesen vollen Buttergeschmack. Mhm. Aber wir müssen hier gar nicht groß anbraten. Wir wollen die ja eigentlich nur sanft dünsten. Und hier wird schon braun. Noch ein bisschen mehr. Der Topf ist ganz schön heiß, aber ein bisschen braune Butter ist auch sehr lecker. Mhm. Nennt sich Nussbutter. Du merkst ja, die riecht total nussig jetzt. So, wie der Milchreis von der Oma, wo irgendwie Butter drauf war. Ja, bei uns war das immer bei Kartoffeln, also eine schöne Buttersoße drüber, schöne Salzkartoffeln, lecker. So, und jetzt in diese Butter machen wir jetzt die Kohlrabi-Stücke rein. Mach's erstmal ohne den Tong rein. Da guck mal, wie viel Wasser das gezogen hat. So, ein bisschen Fond, aber erstmal nicht so viel. Schauen wir mal. Und dann, das ist jetzt auch ratzfatz fertig. Das heißt, jetzt müssten wir mal schnell so ein Stückchen Tuch das Fett vom Messer abzumachen. So, jetzt habe ich ja hier diese Blätter, ne, vom Kohlrabi. Und da können wir ein paar nehmen. Die kann man auch super frittieren, ne? Ich habe jetzt mal gedacht, wir haben jetzt so ein Kartoffelpüree mit ganz viel Butter drin und so, dann lassen wir es mal mit dem Frittieren, machen wir es einfach mal so rein. Aber das ist, schmeckt echt recht nussig. Das ist wirklich, diese Blätter kann man echt total gut verarbeiten. Also wenn du mal dran riechst, ist es ja, kommen die dazu und es kommt noch mal Butter dazu. So kleine Stückchen. Noch ein bisschen Butter und die bringen so eine kleine Bindung in die Flüssigkeit, weißt du? Das wird dann so eine sämige Angelegenheit. Und würzen müssen wir die auch nicht mehr, weil wir hatten die ja vorher schon gewürzt, ne? Das heißt, eigentlich eine wirklich schnelle Sache, die wirklich ein leckeres Ergebnis hat. Aber bei der Butter ist schon von der Menge so, viel hilft viel. Also ja, ich bin auch ich. Aber ich finde es ein tolles Aroma. Also das sieht nicht toll aus, sondern. Komm, ich meine, ganz im Ernst, wenn wir uns jetzt schon mal wieder ein Stück Fleisch auf dem Teller gönnen, dann können wir auch rachen lassen. Eben. So. Und das ist eigentlich, das ist jetzt noch, können wir mal probieren. Vielen Dank. Ups, verdammt. So einfach und so habe ich noch nie gegessen. Und das ist halt, merkst du, ne, das hat nochmal den Knack. Es ist aber nicht roh. Und es ist aber auch kaum gegart. Also eigentlich perfekt. So, das darf jetzt gerne noch so ein bisschen nachziehen. Ist ja noch sehr, sehr knackig, aber ich finde es, also, weißt du, so ein Essen, finde ich, besteht ja auch so aus den verschiedenen Konsistenzen, Haptiken und so. Also du hast ein schön smoothes Kartoffelpüree und hast dann dabei noch so ein paar Schwarzbrotbrösel drin. Du hast ein Fleisch, wo das Fleisch vielleicht manchmal noch ein klein bisschen Biss hat. Du hast diese Zwiebel, die sich aufgelöst hat, zur Soße geworden ist mit dem Bier zusammen. Dann hast du dieses knackige Gemüse. Mhm. Also das ist ja auch so. Deswegen macht man auch gerne mal irgendwo noch Nüsse rauf oder irgendwas. Deswegen mache ich auch nochmal hier diese Dinger, die dann auch noch für so ein bisschen Knack sorgen werden, in das Gulasch rein. Ja, und ein kleines bisschen geht noch, ein bisschen grüner darf's. Aber die haben auch jetzt schon so eine schöne Süße, finde ich, also so richtig schön angenehm. Also diese Mischung zwischen mit dem Biss und dann so eine leichte Süße schon drin. Ich finde so Zucker und Salz im Spiel, hast du mal, ganz doof, so ein pures Glutamat probiert, so mit so einem... Nee. Das schmeckt tatsächlich wie Zucker und Salz zusammen. Also eigentlich, deswegen, vielleicht ist das auch so, dass man dann damit auch das ein bisschen imitieren kann. So. Ein bisschen Schnittlauch nehmen wir noch zum Aufstreu und Wurf. Das schneide ich schon mal klein.
Wie oft schon in die Finger geschnitten bei so einer Arbeit? Andauernd. Andauernd. Ja, ich arbeite manchmal schneller, als meine Finger denken. Das ist dann fatal. So. Dann können wir noch mal gucken, ob das Gulasch soweit ist, oder? Dann schau du, ich trinke mal in der Zeit ein Bier. Ja, ich nehme auch noch einen Wegschluck. Gulasch war jetzt wie lange drin? Also so anderthalb Stunden insgesamt müsste es eigentlich, nach meinem Gefühl. Gucken wir noch mal, ob es passt. Wir hatten es ja ziemlich klein geschnitten. Ja. Also von daher ist das natürlich dann auch eine geringere Garze. Guck dir das an. Oh, lecker. Oh, herrlich. Nicht? Ja, da haben wir jetzt auch ein ganzes Bier drin, ne? Also das weniger Bier drin ist in uns. Also warum hast du jetzt Bitburger Pilz, also ein Pilzbier ausgesucht? Ich finde, also so ein Pilz, das ist ja schon ein schöner herber Geschmack. Also es ist schon was Bitteres. Die Zwiebel gibt eigentlich so von Natur aus ein bisschen Süße. Der Senf gibt nochmal so richtig Power. Da habe ich eigentlich auch so ein bisschen dran gedacht, wie man ein Stück Fleisch mit Senf isst oder so. Da dachte ich, okay, dann machen wir da einfach Senf rein. Irgendwie muss ich ja entscheiden, wie du das... Es gibt ja 100.000 Wege, wie du es machst. Und ich habe so gedacht, na, Senf passt. Und mal gucken, ob es dir schmeckt. Das hier hat seinen Job gemacht. Kann weg. Treffe ich? So, wir können ja mal... mal umrühren. Was ich jetzt auch gleich noch machen werde, ist, magst du mal probieren? Oh, sehr gerne. Das ist ja jetzt noch nicht endabgeschmeckt, ne? Das müssen wir gleich noch mal gucken, ob da noch was ran muss oder ob das soweit in Ordnung ist. Also da kommen ja noch die Möhren ran. Jetzt schon wunderbar. Ja? Dann lass ich das einfach Geh mal ein paar Meter weg, ich hole den großen Löffel dann. Hey, du super. Kriegst gleich den ganzen Teller. Super, super. Guck mal, ich habe jetzt hier was ich immer schön finde, ist, wenn du so einen Gulasch hast, wenn man da so ein bisschen halbgeschlagene Schlagsahne drauf macht, die läuft dann da so runter, dann hat man nicht gleich eine ganze Rahmsoße, aber so ein bisschen den Effekt hat man trotzdem. Und geschlagene Sahne kann man auch im Glas schlagen, das ist ganz praktisch. Wenn du mich hier reinmachst und dann wie an der Bar. Ja, auch wieder was dazu gelernt. Also. Und dann hast du das, also du kannst sie tatsächlich richtig fest schlagen, ne? Also richtig wie zum Kuchen. Also geschüttelt, und, nicht gerührt. Genau, aber das machen zum Beispiel so Bartender, auch wenn sie einen Irish Coffee machen, wo sie so eine halb geschlagene Sahne brauchen. Kleines bisschen kann noch. So, das haben wir so halbflüssig. Ja, die haben wir schon mal vorgeschlagen. Und die machen wir jetzt rein. Dann mal Joe. So. Und ach komm, keine Gefangenen machen. Alle rein. Waren übrigens ungefähr 100 Gramm. Jetzt haben wir nämlich da noch so ein paar Punkte drin, die lustig aussehen. Jetzt rühren wir die Möhren unter. Und die waren ja auch leicht eingezuckert und eingesalzen. Und hast ja an denen gesehen, dass das ganz kurz nur gebraucht hat, bis sie gar sind. Das heißt, die werden auch gar sein, aber haben trotzdem noch so ein bisschen, habt ihr gesehen, jetzt nicht weich gekocht wie der Sellerie und die Zwiebel. Die Zwiebel ist sogar so weich gekocht, die erkennst du ja gar nicht mehr, dass sie eigentlich die Soße mit dem Bier zusammengegeben haben. Also die haben sich quasi aufgelöst und somit auch ist die Bindung gegeben. Und dann können wir eigentlich jetzt finalisieren. Hier ist das Kartoffelpüree. Hier die Brösel und die müssen wir jetzt einfach nur da reinrühren. Dann mal Toe. So, dann kommen hier Brösel rein, mal so nach Gefühl. Also das Auge ist auch mit, gell? Also wenn man das hier sieht schon alles voll aus. Das ist so ganz schön, diese Straße hier, ne? mit den drei Komponenten dazu. So. So, ist auch noch warm. Und dann können wir es anrichten. Ich hole mal einen Teller, ne?
So, und jetzt mal ein bisschen anschlagen. Ach, guck mal her. Soll er nicht umsonst geschnitten haben, ne? Top. So, komm mal ein bisschen in die Höhe, Mann. Bitteschön. Ich würde sagen, lieber Andreas, guten Appetit. Vielen Dank. Hau rein. Ja, das war's. Ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Und wir kümmern uns jetzt um Wildschwein und Hopfen, ne? Das machen wir. Mit einem tollen Essen. Also wunderbar. Also das. Schön. Ja, haut rein.